Raus in die Natur? Egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, Graz bietet viele attraktive Möglichkeiten in der nächsten Umgebung. Das wohl bekannteste Ausflugsziel im Herzen von Graz ist der Schlossberg. Egal ob zu Fuß, mit dem Lift oder der Bahn erreichen Sie einen der schönsten Aussichtspunkte, der jeden Besuch in unserer Landeshauptstadt krönt. Waren Sie denn schon einmal am Rosenhain und haben den tollen Ausblick genossen? Wenn nicht, sollten Sie sich auf jeden Fall einmal auf den Weg dorthin machen und den Ausblick über die Stadt Graz genießen. Egal ob Kind, Schüler, Student oder Pensionist. Dank der perfekten Lage kommt am Rosenhain jeder zusammen, der Erholung sucht. Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel direkt in Graz bildet der Hilmteich mit zahlreichen attraktiven Erholungsmöglichkeiten. Spazierwege, Rast- und Picknickplätze, ein großer Kinderspielplatz, Bootsfahrten am Teich im Sommer und die Möglichkeit zum Eislaufen im Winter garantieren Erholung und Spaß zu jeder Jahreszeit. Graz aus der Vogelperspektive? Fast, denn tatsächlich glaubt man beim Genuss des großartigen Ausblicks vom Plabutsch, dem höchsten Punkt der Stadt, über Graz zu schweben. Über Wanderwege mit dem Rad oder dem Auto ist der schöne Fürstenstand am Plabutsch zu erreichen. Waren Sie denn schon einmal am Schöckl? Auch wenn er mit 1445 Metern nicht gerade der höchste Berg ist, so ist der Hausberg der Grazer doch ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Graz legt auch besonderen Augenmerk auf gute, vielfältige und moderne Bildung. Besonders viel Wert legt man auf die vielschichtigen Bildungsangebote. Von modernsten, offen gestalteten Volksschulen wie der neuen Volksschule Algersdorf in Eggenberg bis hin zu fortschrittlichsten Universitäten wie dem neuen MedUni-Campus. Graz ist auch in diesem Gebiet in einigen Sachen Vorreiter und immer am neuesten Stand. Natürlich sind alle Grazerinnen und Grazer wichtig und so wird auch auf das Wohlbefinden der Seniorinnen und Senioren ganz besonders geachtet. In den Seniorenheimen stehen Menschlichkeit und fachliche Kompetenz an erster Stelle. Das Pflegewohnheim Peter Rossecker zum Beispiel bietet 104 Bewohnerinnen in insgesamt 8 Wohngemeinschaften die Möglichkeit, in kleinen familiären Strukturen die Wohnumgebung nach ihren Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Wer Kunst und Kultur erleben will, ist in Graz ebenso richtig. In Graz wird man von einer Vielzahl an großen und kleinen Festivals, Konzerten, Opern und Theateraufführungen erwartet. Ob es ein Ausflug in die schöne Grazer Oper sein soll, ein Besuch im Frieda und Fred Kindermuseum, in dem die Kinder zahlreiche Erlebnisausstellungen besuchen können, eine Vorstellung im Schauspielhaus oder ein Abstecher in das Grazer Orpheum bleibt ihnen selbst überlassen. Einen Mangel an kulturellen Angeboten gibt es in unserer Hauptstadt mit Sicherheit nicht. Ja, wenn wir jetzt in Österreich die Stadt mit der höchsten Lebensqualität sind, so haben es die Grazerinnen und Grazer in der letzten europäischen Studie ja auch wieder bescheinigt, braucht man aber nicht nur Infrastruktur, sondern man braucht auch Erholungsraum. Und ich denke, dass wir in Graz gut unterwegs sind, was die Sportanlagen anbelangt. Wir versuchen, das Netz des Grünraums immer zu erweitern und neue Grundstücke zu kaufen. Aber wir haben auch längst die Fühler nach draußen ausgestreckt. Wir haben die Schöckelseilbahnen und den Schöckel, den wir als Naherholungsgebiet entwickeln. Wir haben die Murauen begonnen herzurichten. Wir haben ein großes Projekt wie den Südgürtel, wo ein großer Park drauf sein wird. Also dort, wo jetzt sich die Autos gestaut haben, wird es eine Parkanlage geben. Und letzten Endes werden wir versuchen, in puncto Lebensqualität diesen Freiraum den Grazerinnen und Grazern auch zu ermöglichen. Wenn es im Stadtgebiet nicht mehr geht, kooperieren wir auch mit unseren Nachbargemeinden. Ich erinnere nur an den Kauf der Restauration und des Parkplatzes am Thalersee. Da wollen wir in den nächsten Monaten auch ein neues Naherholungsgebiet machen. Vielleicht gelingt es uns ja sogar, die Aufstiegshilfe, sprich den Lift auf dem Plabutsch, auch in Richtung Tal zu leiten.